Aha, wir haben schon unseren ersten Kies auf der Baustelle. Aber es fehlen Beton und Asphalt. Beton und Asphalt. So, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Geld. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir da was regeln können. Beton und Asphalt. Die Bauindustrie. Eine Asphaltanlage kostet uns 50.000 Ocken. Wow. Und dann müssen wir das noch kaufen. Und eine Zementanlage. Betonwerk 44.000. Also ich würde jetzt gerne hören, er arbeitet erstmal mit den Materialien und das, was fehlt, wird am Schluss dazu gekauft. Also bis jetzt sehe ich hier noch niemanden. Ich habe hier sogar einen schönen Kiesweg hingebaut, damit die Bauarbeiter dahin können. Und die Fahrzeuge. Wollen wir mal gucken. Oh, du mit deiner Kriminalität, ne? Alles weg. Was sagt denn hier unsere Polizeipension? Wir haben immerhin noch 9 Mitarbeiter. Beamte, die da leben, also 8 Akademiker. Wir haben 4 Polizeibeamte. Also. Zu wenig Chancen mit dieser Polizeistation. Vielleicht brauchen wir mehr. Oder eine ganz große Station, ne? Ja. Ist bitter. Können wir nichts machen. Hier oben die Zahlen sind stabil, 84, 70. Was sagt unser Rathaus? Loyalität ist, ich sag mal, ich schätze mal, die ist recht stabil. Arbeitslose haben wir sogar tatsächlich um die 30, 40 weniger, was vermutlich mit der Baustelle da unten zu tun hat, mit der neuen, mit dem Bau der Universität. Jo, das läuft. Einwohner stabil, Zahl ist recht stabil. Leichte Kriminalität, die Polizei ist nicht zum Tatort gekommen. Die Polizei hat das Verbrechen nicht untersucht. Das Gericht hat kein Urteil gefällt. Ja, so ist es. Das Justizgebäude kostete, glaube ich, 200.000 Rubel. Gut. Ihr habt hier noch gar nichts benutzt. Wie sieht es mit den Baustellen aus? Sind noch nicht fertig, noch nicht abgearbeitet. Der Kies, ne? Nein.
Ja, die Luft, ne? Meine Krankheit manchmal. Nase hier zu. Ah. 100.000 Ocken. Ich hätte schon gerne gesehen, wenn wenigstens mal einer hier hingefahren wäre und was abgeholt hätte. Vielleicht muss da wirklich erst der Kies hier drauf, ne? 0 Fahrzeuge auf der Baustelle. Immer noch nur 35 Tonnen Kies. Fahren wir wieder woanders hin, ne? Na gut, es gab auch ein paar Sachen, die müssen mit anderen LKWs transportiert werden. Ich schau mal nach. Geschlossener Kipper. Die gibt es nämlich auch. Ja, nee, die sind mehr für die Warenbedürfnisse, also für die Bedürfnisse der Bevölkerung da. Okay. Also ist der offene LKW der richtige. Weil ich könnte ja mal einen von den Großen holen hier, die fanden die so und so immer so klasse. Kipper, offen, geschlossen. So, jetzt ist aber voll hier. Und da ist schon wieder dieses Phänomen. Genügend Arbeiter da, jawohl. Okay. Die steigen gar nicht aus. Da muss ja mal einer irgendwie erklären, wenn ich sage, ihr sollt hier aussteigen, ihr müsst hier aussteigen, dann bleiben die im Bus. Entladen zu 100%. Da, der bleibt an, die bleiben einfach drin. Ich würde mal gerne wissen, was ich hier jetzt noch falsch eingestellt habe oder ob das ein Fehler des Spielers ist. Weil die müssten hier aussteigen und alle da oben hinlaufen. Immer noch seine Arbeiter. Oder steigen nur die zwangsweise aus, die hier oben arbeiten können? Wie viel haben wir hier? Ein Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter.
Na gut, das ist jetzt Fußweg, das funktioniert nicht. Er steht da immer noch rum. Hat sich ja unglaublich toll gelohnt, dieses Lager zu kaufen bis jetzt. Man könnte jetzt hier noch ein Baubüro hinbauen. Hatte ich ja letztens schon mal angemerkt. Ein Baubüro. Erstmal so. Was ich auf jeden Fall auch mal machen wollte, ist schon mal ein Foto schießen. Ein Foto. Jetzt noch mal die Topografie wieder raus. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, wie lange der braucht, um das hier zu bauen. Oder habe ich hier den Bau? Doch, der Bau ist doch unten freigegeben, ja. Gut. Trotzdem mal gucken. Nö. Bauindustrie, Baubüros. So. Wie sieht denn das hier aus? Auch ein bisschen blöd, ne? Sollte man auch ein bisschen einebnen, wenn man kann. Ja, definitiv. Mal ausprobieren. Hier sollten überall noch Baubüros hin. So, ich dachte mir. So.
Ich weiß nicht. War ich jetzt hier irgendwas falsch, ne? Sehr eigenartige Hügellandschaften. ja. War vielleicht nicht so gut mit dem Einebnen. Hätte man vielleicht doch freibauen lassen müssen. Aber wer weiß das schon. So, Baubüro. Mal wieder ein bisschen Schwung hier reinbringen in die ganze Sache. Noch ist keine Halbzeit. So, benötigst flaches Gelände. Haben wir doch. Hier hast du flaches Gelände. Wunderbar. Wir können das andere auch schon mal setzen, ohne es zu bauen. Warum bist du jetzt so schief geworden? Bin ich aus Versehen, habe ich die Maus gedreht, ne? Ja, Mausrad. Ist ja nicht schlecht, noch eine Straße dazwischen ziehen zu können und alles, ne? Man muss nicht immer so ganz eng bauen. So. So, und den Bau setzen wir mal aus. So. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was passiert. Speichern, speichern als. Ah. Auch ein Foto machen. Rausnehmen. So. Können wir auch schon mal direkt umbenennen. V Baubüro West 3. V Baubüro West 4. Da kann man auch später sagen, dass das eine Baubüro später nur LKWs hat, das andere nur Baumaschinen und dann nenne ich dann die Zahlen einfach um. Na, noch läuft hier gar nichts. Also dieses kann da wohl nur immer maximal nur ein Baufahrzeug haben. Also ich weiß nur, wenn die später den Stahl brauchen, da sind die LKWs am Fahren ohne Ende. Aber zurzeit tut sich da noch nichts. Immer noch nur 35 Tonnen Kies. Da kommt einer. Mitarbeiter, die laufen neben dem LKW und sagen, hör mal, da musst du hin. Und wir haben schon Schaufel in der Hand und wir sind jetzt gleich hier am Malochen. Ja, 48 Tonnen Kies. Naja, die können ja eigentlich die Kieselsteine schon alleine da mit der Hand dann irgendwie überall hinlegen. Sonst ist ja nichts zu tun. Ah, da kommt eine Baumaschine. Ja, für hier unten. Ah, mir fällt noch was ein. Ach Gott, oh Gott. Was wir brauchen einen Kran.
Arbeiter haben wir schon mal. Wir brauchen einen Kran. Aber wir haben hier keinen Stellplatz mehr frei. Nirgendwo. Für die Maschinen. Wir brauchen einen Kran. Sonst kann der nämlich solche Konstrukte hier auch gar nicht bauen. Eine Asphaltiermaschine sollte man alles einfach mal so haben. Ja. Oh, bis die hier fertig sind, ne? Fertig. Könnte ich ja hier schon mal wieder. So. Zweitausend Meter. Ja, wie. Es kann auch sein, dass hier unten alles falsch noch eingestellt ist. Nicht mal überprüfen. Der darf alles machen. Der darf auch alles machen. Okay. Geben Sie Quellgebäude an. Quellgebäude. Mehr haben wir nicht. So. So, kaufen. Ein Deckenfertiger. Rubel, ja. Eine Walze. So. Was ist denn hier der Unterschied? Der eine steht feste, ne? Der ist höher. Baustufe 26, 23, 21, 80 km/h, 70. Wir sind gerade eh und je auf 70 überall. Ein 8-Tonner. Der kann immer mal so eben kurz überall hin. Ja. Einfach einmal überall alles kaufen und beobachten. Und ein Super. 45 Meter. Was hatten die hier? Gar nichts. Das Problem ist mit den LKWs. Da müssen wir gucken, was können die transportieren? LKWs. Der offene LKW. 13 Tonnen. Ja, wir haben ja einen davon. Wir holen mal einen 45er. Turm, Drehkran. Oh. Jetzt haben wir bald schon kein Geld mehr. Betonmischer? Na gut, mit denen holt man dann den Beton. Erstmal Betonwerke haben. Bulldozer haben wir auf den anderen überall stehen, das reicht. Kipper, Walze. Wofür ist das wichtig? Zum Angeben?
Brauche ich jetzt nicht. Okay. Haben wir das schon mal? Ein bisschen Geld sparen. Ja, hier tut sich gar nichts. Gut. Beton. Beton, Beton, Beton. Wir müssen eine Asphaltanlage und eine Betonanlage haben. Wir haben kein Bitumen. Und Kies. Da oben haben wir Kies genug. Wir könnten jetzt die Asphaltanlage hier oben zum Beispiel hinbauen. Nicht schlecht, sprach der Hecht. Da käme er später von der Pipeline rein. Ja. Wäre hier unten schon praktisch. Hier mehr eh und jene Spalte später. Und wer weiß, ob wir so viele Werke da brauchen. Also ich hätte den schon gerne hier so an so einer Straße dran, ne? Ich muss vorher mal speichern. Einfach drüber. So eine Anlage ist teuer, ne? Was hat die uns? Was kostet die uns? Asphaltanlage 51.000. Mal so zum Ausprobieren, ne? Na gut, dann würde ich mal sagen. Da mache ich direkt das Gelände schon mal da oben platt, ne? Nicht, dass er hinterher noch mehr Ärger kommt. So, da ein schönes Plateau da oben.
Mal gucken. Schütt gut. Eine Fördermaschine. Nee, das ist ja eine Sache. Naja, also ich weiß beim besten Willen nicht, wie man das hier richtig bauen soll. Machen wir mal das hier. Gebäude im Weg. Müssen wir anders bauen. Nochmal speichern. Wären wir hier mal. Versuchen erstmal hier den durchzubauen. Das war ein bisschen zu knapp. Letztens wohl. Oh, wir schaffen es. Gut. Wunderbar. So. Ich bin gerade ein sehr fleißiger Speicherer. Das ist noch so eine Angewohnheit, vor allen Dingen von Transportfieber. ja, jetzt Asphaltmaschine. Wie war das denn mal für Zement? Da brauchte man was? Betonwerke. Du brauchst die Kies. Den haben wir auch dann da. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir hier nicht irgendwas groß abreißen müssen. Zement. Beton. Kies. Und Zement importieren. Du machst ein Zementwerk. Du brauchst ja auch dann überall Arbeiter. Es ist alles nicht so die Reihenfolge, wie ich sie mir hier vorgestellt habe. Oh ja, guten Morgen, Tor. Tor Heyerdahl. Zum kurzen Rapport. Ich habe hier ein bisschen das Gelände beigeholt. Habe hier eine Baustelle für die Technische Universität. Habe hier ein kleines Freilager gebaut, Materialien gekauft. Was hier aber unten fehlt, ist vor allen Dingen Asphalt und Beton. So, und ich vermute mal, die können hier auch nicht richtig arbeiten, weil Asphalt und Beton fehlt. Und darum hatte ich mir jetzt überlegt, das muss ich ja eh und je hier haben, ob ich hier nicht schon mal so eine Art Asphaltwerk hinbaue. Ich probiere das eben alles hier so ein bisschen auch wieder aus. Ursprünglich wollte ich ja auch selber
Bitumen herstellen und so. Aber so weit bin ich noch nicht. Mir fehlen einfach die Grundwerkstoffe zum Bauen, ne? So. Jetzt habe ich gerade wenigstens Geld für ein Asphaltwerk. Das werde ich mal holen. Da, 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 da. Betonwerk, Zementwerk, Asphaltanlage. So. Kriegen wir doch hier wunderbar hin. Ist ein teurer Spaß, wenn es schief geht. Ich habe vorher gespeichert. Vielleicht ein bisschen mehr hier rüber setzen. Ja, würde ich auch empfehlen, sagt Thor. Mache ich auch immer am Anfang Kies, Asphalt und Betonwerk. Ja, wie gesagt, ich habe ganz anders hier angefangen und bin noch ein bisschen verwirrt. Gut, dann würde man das da hinkriegen. Zementwerk lohnt sich ja nicht. Erstmal so, das wäre jetzt hier so groß, weil der braucht auch Kies. Von irgendwo muss ich den hier herholen. Ja, könnte auch hier noch später stehen. Das eine da, das andere dort. Ne? Wasseranschluss sehe ich gerade. Oh Mann. Wäre sogar besser, den dann hier hinzubauen. Wir müssen ja noch nicht bauen. Erstmal nur planen. Genau. Da oder da? Das ist jetzt hier die Frage. Also es ist nicht gut, wenn die später hier alle beladen müssen und dann hier alle im Stau stehen. Für die anderen Rohstoffe habe ich ein oder zwei Vertriebszentrums, die die restliche Ware von der Grenze holen. Ja, hört sich gut an. Aber die Grenze ist ja so weit weg, dass ich sage, das muss eigentlich schon mit dem Zug gemacht werden. Allerdings baue ich meine erste Stadt auch ziemlich grenznah. Ja. Ist auch wirklich zu empfehlen. So, ich habe hier echt ein Dilemma, so ein Platz, weil ich habe das mir so ja nicht vorgestellt. Ja. Genau, mit T kann ich Gebäude spielen, spiegeln, ja. Aber darum geht es nicht, sondern ich habe mal im vorherigen Spiel festgestellt, dass unglaublich viele LKWs dann plötzlich immer ranfahren und dann gibt es Staus. Und das ist mir gerade so alles durch den Kopf gegangen, so dass es besser ist, die Werke ein bisschen auseinanderzubauen. Nur dann brauche ich auch wieder größere Förderwege, ne? Ich denke mal, ich setze eins dann noch hier hin. Das heißt, ich ziehe erstmal die Straße, bevor ich die nicht mehr hinkriege. So. Ja, wo war denn jetzt Asphalt hier?
Aufgrund der Infrastruktur. Was haben wir denn hier falsch geinfrastrukturt? Ist die Straße hier noch schon zu nah? Da wartet mir doch einer einen Storch. Ja, dauert gerade alles ein bisschen länger. Machen wir hier einen kleinen Knick rein. Und dann mal gucken. Ja, da hast du recht. Könnte man. Mit dem Planieren. Asphaltanlage. So, da geht es jetzt gleich hier, da war es ja. So, das ist hier, wenn du, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber links, die Grundfläche ist unglaublich breit. Ne, und dann stößt er schon hier, da, jetzt stößt er schon wieder links eine Straße an. Diesmal lag es daran. So, hier setzen wir den Bau erstmal aus. Können uns nur eins leisten. Und jetzt ist die Frage mit diesem Trockenschutt-Ding hier. Das ist nämlich hier ist das Ding. Ich weiß, ich weiß. Ja, durch die Straße ist ja jetzt das Planieren nicht mehr möglich. Also, ja, aber es hat noch geklappt. Es war knapp dran. So, jetzt ist die Frage. Ich möchte das ja eigentlich hier vom Lager haben. So, da macht das. Sehr gut. Sehr gut. Dann kann der vielleicht später noch dann hinten um die Ecke. So, T spiegeln. Ja, drehen. Also der wäre jetzt optimal. Problem ist, ich hätte lieber von hinten angezapft, da egal. So. Die Straße. Ich dachte eigentlich von hier oben. Dann hätte ich ja den doch besser hier noch versuchen können, ne? Guck mal, ob ich überhaupt eine Straße ziehen kann. Ja, kann man. Okay, dann habe ich den jetzt falsch rum gebaut. Oh ne, der kann beide Seiten. Oder? Ne, sieht nur so aus, glaube ich. Ja, genau. Okay, kannst du nochmal abreißen. Null Problemo. Daher mein Motto, immer erst planieren, dann bauen und hoffen und beten, dass die Straßen gebaut werden können. Okay. Laufen. So, Asphaltanlage. Asphaltanlage. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so warm ist gerade, aber hier ist sehr warm. Es geht auch ein bisschen auf die Konzentration. Vor allem, wenn dann Sachen sind, die ich gerade das erste Mal mache. Ich wollte doch das bauen. So. So, einfach mal gucken, wenn die Straße nicht funktioniert, Herrgott, dann reise ich nochmal ab.
So. Weil ich will das ja hier so. Das soll ja auch nur der Rettungsweg sein hier. In so kleinen Abschnitten kann der E und je immer sehr viel. So, mit Rettungsweg. Wunderbar. Ja, wo fangen wir an mit Bauen, ne? Eins. Mal gucken, wie viel, ob wir überhaupt genug Geld haben für alles. Ja, warte mal, jetzt nehmen wir mal hier diese Konstruktion hier. So. Und den hier. Hat er nicht gemacht. Habe ich zu wenig wohl. Oh. Da warte ich aber erstmal. Genau, weil die Förderbänder sind auch sehr teuer. So, jetzt haben wir ein schönes Förderband. Aber noch nicht unsere Asphaltanlage. Da fehlt uns Geld. Die Lunge hier rum. Bei den Tor meint, bei den Förderbändern solltest du direkt darauf achten, dass du beide Werke angeschlossen bekommst. Ja. Müsste eigentlich klappen. Ich muss eh und je hier noch einen Turm machen. Ne, weil der wird von hier hinten bestückt. Kann den aber auch nochmal wieder abreißen und umsetzen. Währenddessen wir Geld verdienen, können wir das ja einfach ruhig abreißen. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier später sowas hinkriegen und es hat uns ja auch nichts gekostet. So. Straßenverbindung auch weg. Perfekt. Na, vielleicht kriegen wir das dann hier gut hin. Notfalls noch einen zusätzlichen Förderturm hier hin. So hatte ich gedacht, dann wäre er auch über Eck gegangen. Aber vielleicht kriegen wir es direkt richtig hin. Ich kann ja auch hier noch eine Querstraße setzen. Ne? So, jetzt hätten wir gerade die 50.000 zusammen, aber das ist mir zu knapp. Hier bewegt sich nichts. 48 Tonnen Kies, da fehlt noch. Null Arbeiter. Also das funktioniert hier nicht richtig, ne, mit dem Umsteigen, ne? Die bleiben einfach hier in der Busse drin, die Arbeiter. Frecherweise. Die steigen dann hier gar nicht aus. Obwohl hier zwangsweise Aussteigen steht. Zu 100%. Die andere Idee wäre, habe ich die vertauscht mit Ein- und Aussteigen? Nee, eigentlich nicht, ne? Muss man auch nochmal überprüfen. So. Jetzt fährt er zum Rathausplatz. Ne, genau. Da ist Einsteigen. Richtig. Der war gerade hier. Krankenhaus West. Rathausplatz. Da fährt er gerade hin. So, jetzt ist er da. Jetzt fährt er zur nächsten Haltestelle.
Und auf dem Rückweg fährt er hier hoch. Und da steht zwangsweise aufsteigen, entladen, da. Und das machen sie nicht, die bleiben einfach drin. Ich überprüfe das Ganze nochmal über die Linie. So. Alle aussteigen. Und hier erste Haltestelle einsteigen. Keine Arbeiter. Weil die sollen alle hier hin. Zwangsweise gehen die dahin. So ist das eingestellt. Ne? Zu 100% hierhin. Tja. Entweder habe ich das irgendwie sehr falsch eingestellt, was ich aber nicht glaube, oder es ist vielleicht auch noch ein Fehler des Spiels, ein bisschen. Der das noch nicht fertig entwickelt ist. Man kann auch erstmal den Eigenbau aktivieren, dann werden wenigstens schon mal die Materialien, die du von dem Gebrauch hast, hingebracht. Und somit werden die Gebäude günstiger. Ja, genau, Thor, so habe ich mir das auch gedacht. Und ich warte und ich warte und ich warte hier. Ja, es ist nur bis jetzt Kies angeliefert worden. Sonst nichts. Ne? Und es steht hier der offene LKW, der auch angewiesen ist. Hier vom Freilager West Materialien zu holen und runter zu liefern. Aber er tut es nicht. So, jetzt natürlich die Frage, muss ich dafür noch eine Ladestation haben? Das wüsstest du vielleicht noch. Ne, vielleicht ist das ja nur hier eine Entladefläche und nicht zum Laden, zum Beladen. Das könnte sein. Vielleicht ist das nur zum Anliefern, aber nicht zum Abholen. Okay. Auf der einen Seite soll ja die Endhaltestelle angefahren werden. Das hat ja den Sinn, damit er dort immer betankt wird. So, dann beim nächsten. Das sollte so funktionieren ohne Gebäude mit der Be- und Entladung. Okay. Ich baue zwar immer eine extra Be- und Entladezone, habe dafür dann aber auch noch das Warenhaus mit angeschlossen für Elektro und Mechanik. Genau, und da für solche Sachen habe ich mir hinten rechts und oben ja auch ein bisschen Platz freigelassen, um da noch ein, zwei Sachen vielleicht mal dran zu bauen und dann noch mal eine zusätzliche Beladungszone machen. So, ist dein Baubüro mit dem passenden Transporter auch der Baustelle zugewiesen? So, und da gucken wir mal eben kurz nach. Also ich habe allerhand zugewiesen gehabt, ob die Baustelle, wo das Material hin soll, den Bauämtern zugewiesen. Wir gucken nach. Im Kopf weiß ich, ja, haben sie, aber wir gucken nach. Baubüro West, Baubüro 1 und 3, alle Baubüros. So, das sind welche, die eigentlich gar nicht groß mitmachen. Die kann man eigentlich rausschmeißen. Weil die haben auch, glaube ich, gar keine Maschinen. Und das könnte es auch vielleicht sein. Vielleicht, dass der so blöd getriggert hat deshalb. Vielleicht sollte ich die mal komplett rausschmeißen. Kann man die deaktivieren? Nee. Aber hier Autos Search raus, ne? Ja. Genau. Vielleicht ist das schon alles gewesen. Welches war noch?
Also wahrscheinlich dieses hier. Unvollendete Straße 900. Nee? Achso, die müssen doch. Nochmal einmal hier draufklicken. Das müsste dann Koala sein. Aber das könnte schon sein, dass die sich auf dieses Baubüro verlassen und da ist keiner. Biraf und Altbrügge. Wo ist das denn? Da habe ich gerade rausgenommen. Altbrügge. So. Biraf. Wow. Auch blöd, wenn dann die Baumaschinen dann da runterfahren. Naja. Ich weiß, du hast das geschrieben. Ich guck gleich mal. So, haben wir rausgenommen. So, links in der Leiste kann man auch Bauämter zusammenfassen zu einer Gruppe und darüber dann auch schnell die Baustellen allen Bauämtern zuweisen oder bestimmten Gruppen, die man vordefinieren kann. So, da gucken wir noch mal. Linke Seite, Gruppe. Bauämter. Baubüros, Zuweisungswerkzeuge. Naja, da habe ich noch nie mit gearbeitet. Das heißt, ich könnte jetzt, tja, eine Gruppe zusammenfassen. Müsste man sich auch mal ein Video angucken von jemandem. Mal gucken. Den Baubüros, die keine Fahrzeuge haben, solltest du eventuell auch sagen, dass die sich nicht automatisch Baustellen suchen sollen. Genau, habe ich gerade rausgeklickt. Genau, das könnte schon das gewesen sein, weshalb der nicht getriggert hat. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Gut, der müsste aber bald raus sein. Den nimmt man jetzt hier raus. Was da? Na, wo fährst du hin? Hier oben, ne? So, letzte Keys und mehr hat er hier und je nicht zu liefern. So. Dann bauen wir den jetzt mal hier. Weil das muss einfach fertig werden, ne? Das brauchen wir nun mal, definitiv. Da hat er aber auch schon alles mit Kies voll gemacht. Aber das spart uns ja auf lange Sicht auch viel Geld, ne? So, da müssen wir jetzt hier auf jeden Fall was kaufen. Ein bisschen Asphalt. Ja, wir sind so pleite. Aber mal gucken. Ressourcen für Rubel kaufen. Das muss reichen. So, jetzt brauche ich aber auch, glaube ich, noch
ein spezielles Fahrzeug dafür. Das wird knapp vom Geld. Gab ja den Betonmischer, jetzt weiß ich nicht. Normalerweise Bitumen, Asphalt, naja, kann auch ein offener LKW normalerweise. Sieht auch, glaube ich, so aus. Okay. Gut. Das war das mal. Das mit den Baubürogruppen ist vor allem hinterher gut, wenn du aus dem Suchradius der Bauämter raus bist. Muss da nicht jedes Bauamt extra zuweisen. Okay, ja. Da, das werde ich dann auch machen. Irgendwie kriegen wir das dann schon hin.